Die Katheten dieses gleichschenklig-rechtwinkliges Dreiecks messen 7 cm, berechne die Höhe des Dreiecks. Das ist also 7. Das ist ebenfalls 7. Jetzt kann ich ja aus diesen beiden 7 hier unten die Basis hier berechnen, denn das ist ja ein rechtwinkliges Dreieck mit 2 Katheten, 7 hoch 2 plus 7 hoch 2. Die Wurzel draus gibt 9, und jetzt runde ich mal auf 5. Und wenn man das so anschaut, dann ist das auch wieder ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, das Stück von hier bis hier, von hier bis hier, von hier bis hier, die sind alle gleich lang. Das heißt, diese Höhe da, diese Höhe h, ist die Hälfte von dem. Muss es also nur noch durch 2 teilen. Und diesmal runde ich es mal auf 2 Stellen nach dem Komma. Das gibt dann 4,95 cm.